Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of the Wastelands. Wir sind im Knast und müssen uns jetzt einmal durchballern, nachdem das Spiel ja beim letzten Mal abgestürzt ist. Ich hoffe, dieses Mal kommen wir ohne Absturz durch. Wir sind hier gleich mittendrin im Gefecht. Ah ja, genau. Das ist der eine Fehlermeldung, die ich immer noch kriege, von der ich immer noch hoffe, dass sie nichts Schlimmes macht, weil ich auch keine Ahnung habe, wo es herkommt. Zumindest jetzt keinen Körper verloren. Das überrascht mich schon mal. So, ich muss jetzt hier auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt auch länger nicht gespielt. Ich lasse mal hier. Wo läufst du hin? Myers. Myers, alles ist gut. Didn't know anyone would willingly walk into this place. Not unless they were looking for trouble. What's your story? Warum bist du immer noch hier? I'm not quite sure the kind of greeting NCR troopers will give an escaped con like myself. Figure it's better to stay put for now. Was hast du getan, bevor du hier eingebuchtet wurdest? I was a sheriff, believe it or not, for a small town far to the west of here. Short version is that sometimes justice is a little slow. I help speed it up one too many times. I'm not sorry for anything I did, but I will do the time. Fair enough trade if you ask me. Erzähl mir, was im Gefängnis passiert ist. I understand that Cook was behind it all. I kept my head down the whole time. Didn't want any part of it. I stuck around, figuring the NCR would show up and put things back the way they were. No sense in making myself look guilty, right? Wer ist Cook? Some kind of anti-NCR rebel. Some people just don't like being pushed around and told what to do. Wo kann ich Cook finden? He went north with some of the other guys. Didn't say where. Didn't say why. All I know is he's got some kind of score to settle with the NCR. Und wer in charge? Jetzt auch, wer hier der Chef ist? Von den Powdergangers? Right now Eddie and his boys run the place. They've got the guns and the dynamite. So they call the shots. Ja, ganz genau richtig. Wie würdest du dich denn da, oder wie würdest du es denn finden, Prims neuer Sheriff zu werden? Assuming an NCR pardon comes with the job, and it'd better. I also need to be able to do things my own way. Due process has its place, but sometimes it's just a waste of time. I'll need to know that I'm not going to end up right back in prison. Du hast einen Deal. All right then. Guess I'll just make a quiet exit. No need for a goodbye party or anything. Ja, super. Okay, er braucht eine Entschuldigung der NCR. Gut, aber wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns hier natürlich auch noch mal um. Aber hier hatten wir ja auch schon ziemlich gut aufgeräumt. Hier kann man auch noch mal die Workbench aktivieren. Powdergänger Squad, okay. Ja gut, wir hätten uns ja auch den Powdergängers anschließen können, wenn wir ihn Good Springs überlassen hätten. Interessant. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück nach Prim. Oh, was haben wir jetzt gerade ausgewählt? Quests. My Kind of Town. Er braucht eine Entschuldigung der NCR. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich einmal nach Prim zurück. Und mit der NCR reden. Da drüben. An der Metal Door. Hier haben wir ja mittlerweile alle Bomben oder Minen entschärft. Wir nennen es mal entschärft. Kontrolliert entschärft.
definitiv kontrolliert entschärft. Und dann kommen wir ja hier doch nochmal rein und können mal ein bisschen mit den Leuten hier quatschen. Ach doch, genau, wir waren hier ja schon. Ah, ja, 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 ja. Es kommt wieder, es kommt wieder. Klopf, klopf. Lieutenant. We won't go quietly. The Legion can count on that. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Ganz schön dunkel hast du es hier. Was tust du hier draußen? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Was ist denn das Problem bei deiner Mission? The mission isn't a problem. The problem is with supplies. The convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. Ja, hast du denn irgendwelche Informationen? They got organized faster than I would have thought. Most of them, at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. Da war mein Finger eben einmal ein bisschen zu schnell. Erzähl mir mehr über die Korrektureinrichtung hier. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup. Killed the guards that weren't able to escape. And have been ransacking the area since then. Ich habe noch ein paar andere Fragen. I have some free time. Ask away. Was ist eigentlich die New California Republic? Where do you come from that you haven't heard of the NCR? Never mind, it doesn't matter much. If you haven't heard of us, you must not be from the Legion. Put simply, the NCR is the greatest nation currently functioning. Wobei eigentlich wissen wir ja, was die NCR ist. Aber interessant natürlich, warum interessiert sie sich denn hier für diese Wüste? Well, it's no secret. Our interest here is twofold. First, we want to remain in control of Hoover Dam. It supplies the Republic with power and is a source of fresh water. Second, we want to prevent the Legion from advancing across the Colorado River and endangering the home states. Okay, das macht natürlich Sinn. Danke. Goodbye. Andi, ich habe noch mehr Fragen. Warte mal, warte mal. Ja. Prim braucht unbedingt Gesetze, vernünftige Gesetze. We know Prim is a great strategic point and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the powder gangers. We don't have the guns or the personnel needed to carry out our mission, much less take on defending this town as well. Dann schaue ich nach einer anderen Lösung. Yeah, good luck with that. Aber er braucht doch die Entschuldigung. Ja. Okay, dann müssen wir da nochmal hin. Und dann muss ich fragen, was braucht ihr denn, um die Stadt zu beschützen? What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a sheriff and still handle our primary objective of protecting the interstate south of here. If you'd like to see the NCR include protection of Prim and its duties, then you'll have to get some more troops up here. Knight at Mojave Outpost may be able to help. Okay, ich möchte jetzt nochmal mit dir darüber sprechen, Prim zu beschützen. Have you gotten us any additional support yet? Na, ja, noch nicht. Roger. Okay, ich dachte, der könnte jetzt hier für die offizielle Entschuldigung sorgen. Wir haben noch jetzt den Typen aus dem Knast befreit. Okay, dann gucken wir da nochmal zu Myers. Aber der sagt bestimmt, ja, ich brauche aber jetzt erst die Entschuldigung, sonst geht das nicht. Der kann das ja ruhig machen. Dann müssen wir nicht noch ganz bis zum Rava Outpost laufen. Das wäre albern. Dem trauen wir das zu. Der hat doch Erfahrung. Der möchte das machen. Besser geht's doch nicht. Ist doch besser, als wenn die NCR das übernimmt. Zumal wir uns der Legion anschließen wollen. Have you gotten my pardon from the NCR yet? Wohin soll ich denn gehen, um die Entschuldigung zu bekommen? There's an NCR camp down there on the southern border in Nevada. Camp Mojave, I think. Try to find someone of authority there. Okay, tschüss. Watch yourself out there.
Camp Mojave, hat er gesagt. Aber nicht der Mojave Outpost, oder? Es ist verwirrend. Das ist verwirrend. Dann vielleicht doch. Dann müssen wir vielleicht doch zum Mojave Outpost gehen. Aber können wir da jetzt nochmal irgendwas in der Questbeschreibung lesen? Warte mal, ich fahre hier nochmal eben. Have you gotten my pardon from the NCR? There's an NCR camp down there on the southern border in Nevada. Camp Mojave, I think. Try to find someone of authority there. Watch yourself out there. An der südlichen Grenze von Nevada. Ja. Das kann ja eigentlich nur der Mojave Outpost hier sein. Na gut. Dann gehen wir dahin. Folgen wir der Straße eben weiter nach Süden in der Hoffnung, dort Erleuchtung für die armen Leute von Prim zu finden. Gönnen würde ich es ihm ja, dass wir das mal von der Karte kriegen hier. Aber der scheint einfach nicht die richtige Autorität dafür zu haben. Aber ich passe hier durch. Tja, die Frage ist aber, wie kommen wir da hin? Kann ich hier hoch? Tatsächlich. Okay, wir müssen aus diesem Camp hier erstmal wieder raus. Okay. Juhu, geschafft. Wir müssen jetzt im Grunde nur der Autobahn folgen, Richtung Süden, und dann kommen wir da automatisch hin. Das ist dann schon mal ganz praktisch. Und da vorne ist dann ja auch gleich wieder was. Ist das eine Tankstelle oder so? Gut möglich. Ah, und da haben wir gleich schon wieder Powdergängers bestimmt wieder. Nee, ein Escaped Convict. Was denn mein Escaped Convict ist, aber wir kriegen Karma, wenn wir sie erschießen. Na super. Oh, und unser Droide ist weg. Ach, das ist natürlich doof. Ah, jetzt ist er wieder da. Glück gehabt. So, aber, aua. Nee, der nicht. Ah, ich nutze wieder die Pfeile, ganz böse. Guck mal, man kann sogar auf die draufklicken. Das ist doch noch viel einfacher als das mit D zu A und D zu machen. Da kommt da was raus. Mutanten muss ich mal gucken, wie lange wir den noch drin lassen, bevor mir der auf die Nerven geht. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Granatenwerfer. Okay, das erklärt einiges. Achso, wir gehen natürlich nochmal rein. Wir gehen ja jetzt hier nicht einfach nur dran vorbei. Wir müssen ja auch mal gucken, was da so geht. Hallo, liebe Leute. Ah,
Also irgendwie bin ich von dieser... Das ist halt eher eine Shotgun als alles andere. Okay, der läuft jetzt los und räumt auf und wir können jetzt hier looten. Das finde ich gut. Polizeihut ist natürlich auch cool. Ja, Force Lock 100%. Hydra. Das nehmen wir doch gerne mit. Reloading Bench. Dann haben wir vor allem Breakdown. Ja, habe ich mich jetzt nicht so reingefuchst. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Crafting ist immer so. Ja. Oh ja, guck mal. Zwei Karten für Karawan. Weil ich da jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass wir das nochmal machen. So vom Hocker gehauen hat mich auch das nicht. Alles so negativ hier. Okay, das war's schon. Ne, wir haben noch einen Rechner. Mit dem wir aber auch nicht interagieren können. Interessant, dass da so viele sind, mit denen man nicht interagieren kann. Ist doch erst bei den neueren, dass das nicht mehr so ist. Da oben sind irgendwelche Statuen. Nicht schlecht. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Oder zumindest grob in die Ecke. Ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, steht das da. Die Statuen. So als großer Punkt, so nach dem Motto, da will man auf jeden Fall hin. Und hier sind gleich wieder irgendwelche Gegner. Aber wie gesagt, die Waffe fand ich jetzt ziemlich furchtbar. Dann nehmen wir mal... Achso, wir haben ja auch mal wieder keine Granaten. Nee, achso, hier musste man die Granaten ja extra ausrichten. Rüsten, genau. Nehmen wir den Alien Atomizer. Ja, der funktioniert besser. Da haben wir ja auch noch irgendwie so viele von mit dabei. Drei Waffen noch zusätzlich zu der hier. Aha, das ist problemlos. Nipton Road Arrest Stop. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt so gut aufgelevelt sind und jetzt auch noch zwei Begleiter haben, sind wir natürlich ziemlich gut ausgerüstet gerade. Und werden jetzt hier nicht die riesigen Herausforderungen haben, aber das macht ja nichts. Finde ich zumindest. Ich habe da kein Problem mit. Dirty Water können wir dann zum Beispiel auch gleich hier lassen. Major Stain's Journal. Guess whose luck keeps rolling. Da bin ich ja mal gespannt. Kann sehr glücklich fassen. Irgendwas mit Mr. Fox. Okay, geht jetzt hier wieder um den Streit zwischen den Powdergängers und der NCR. 8000 Kronkorken hat er Angebot bekommen. Schön, schön, schön für dich. They didn't shoot the deputy. Und Vance Gunn. Naja. Den müssen wir so aufkriegen. Nehmen wir aber auch hin. Ja, alles. Aber das Recharger Rifle brauchen wir nicht. Obwohl, der Recharger Rifle. Wieso? Ah, hier schon wieder. Nehmen wir es mal mit. Im Moment haben wir ein bisschen Platz. Jetzt bin ich durch. Dicker Mutant. Was ist denn hier los? Zieh dir mal was an. Ja, da musst du mal jetzt nochmal reinzoomen. Auf jeden Fall wichtig. Schöner Rücken kann entzünden, entzücken. Viel war ja auch nicht mehr übrig. Abseits davon. Fünf NCR-Dollar. Ach so, hier gibt es ja wieder verschiedene
Stimmt, hier gab es ja die verschiedenen Währungen. Und wir waren ja noch gar nicht an dem Schuppen. Na gut. Natürlich richtig. Sunset Sabria. Die Nuka-Cola des Südens. Da können wir aber nicht rein. Da ist zugenagelt. Ja, wir sind wieder 20 Minuten rum. Geht ja hier ratzfatz. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann gucken, ob wir das hier mit dem Sheriff mal auf die Reihe kriegen. Bis dann.